Ja, hey Leute, mein Name ist Lea und ich bin Offiziersanwärterin bei der Bundeswehr und ich beantworte jetzt die Fragen, die euch brennend interessieren zum Thema Bundeswehr und der Grundausbildung. Also den Kontakt nach Hause versuche ich durch ein paar Telefonate und SMS aufrechtzuerhalten, über die Woche zumindest. Mittlerweile ist es aber so, dass ich jede Woche nach Hause fahre, jedes Wochenende und versuche halt Zeit mit meiner Familie zu verbringen. In der Grundausbildung ist es vorgesehen oder erlaubt, dass man das Wochenende nach Hause fahren darf, auch am Freitag. Bei uns ist es ja speziell so, dass wir ein pendlerfreundliches Dienstschluss haben, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir haben über die Woche zwei lange Tage und zwei normale Tage, sage ich mal, mit 16:30 Dienstschluss, dass wir dann halt dementsprechend 8:45 am Freitag nach Hause fahren können und dass man halt ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu Hause hat. Als Bundeswehrsoldatin hat man auf das Jahr verteilt 30 Urlaubstage plus Sonderurlaub, den man dann beim Kompaniechef einreichen kann. Ob es Feiertage bei uns gibt, weiß natürlich diese Einblendung hier. Flieger ist unser Dienstgrad, der unterste Dienstgrad praktisch bei der Luftwaffe. Und ich habe mich als Offizier im Objektschutz beworben. Ja, was heißt gefährlicher Job? Klar, man sagt, es gehört zur Infanterie der Luftwaffe. Wir haben halt viel mit Waffen zu tun. Wir stellen halt die Sicherheit für die Anlagen der Bundeswehr dar. Aber ob es jetzt wirklich ein gefährlicherer Job ist als Pilot oder Flugmechaniker oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Also es gibt überall so Risiken und Nebenwirkungen, sage ich mal. Also ich sag mal, ich wusste ja vorher ungefähr, worauf ich mich einlasse. Ich weiß, okay, ich bin bei einer Armee, ich habe mit Waffen zu tun, ich weiß, wofür Waffen eingesetzt werden. Die Augen davor verschließen darf man nicht, man muss sich sicher sein oder bewusst sein, okay, was kann ich mit dieser Waffe anrichten. Mir ist auch bewusst, dass ich vielleicht ins Ausland gehe, aber das sind einfach so Sachen, wo ich weiß, okay, die weiß ich vorher, das steht überall offen, das verheimlicht ja keiner. Darüber muss ich einfach nachdenken, bevor ich hierher gehe. Also mir jetzt Gedanken drüber zu machen und Angst zu haben, ist eigentlich für mich fehl am Platz. Also zur Grundausbildung gehört die Schießausbildung, das ist Pflicht. Schießausbildung heißt in dem Sinne G36 und P8, also das Gewehr und die Pistole, die, sage ich mal, zur Standardausrüstung eines Soldaten gehört. Der Umgang sollte auf jeden Fall in den Grundbetrieben, also so grundlegende Regeln, Sicherheitsregeln, die Prinzipien, wie ich auseinanderbaue, richtig reinige, wie ich auch schieße mit ihr, was die Waffe kann, gehört einfach zu den Aufgaben dazu, die man in Grundausbildung lernt und wissen sollte und die man dann einfach mit in die Stammeinheit übernimmt, die dann auf diesem Wissen aufbauen. Am Anfang fand ich es ein bisschen merkwürdig, so ein Gewehr in der Hand zu haben. Ich hatte noch nie so ein Gewehr in der Hand. Klar, auf dem Rummel mal so auf Büchsen geschossen, aber das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so dann hinten raus, so die letzten Schießstunden, die wir hatten und auch der Umgang im Gelände, ist mir dann eigentlich immer leichter gefallen. Wir haben es ein bisschen als störend empfunden manchmal, weil man ständig auf dem Rücken haben muss oder nach vorne. Dann hast du noch einen Rucksack dazu, dann schneidet es ein, es wird irgendwann übelst schwer. Ja, ich muss sagen, man hat sich irgendwie dran gewöhnt und man muss sich eben damit abfinden, weil man weiß, das Ding kriegt man eh nicht wieder los, die 13 Jahre jetzt. Ja, Leute, ich bin selber noch nicht so lange bei der Bundeswehr. Ich habe euch jetzt mein ganzes Wissen übermittelt, was ich selber habe. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Schaut aber auch gerne bei meinen Kameraden vorbei, die haben auch ihr Bestmögliches getan. Und vergesst natürlich nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram vorbeizuschauen.